Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar sind wir heute ja mit dem Patch 8.1 durchgestartet und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was so an neuen Achievements reingekommen ist. Hier soll das so ein grober Überblick werden, also sprich, wir schauen uns einfach an, was reingekommen ist, um so ein bisschen einen Plan zu machen, was man wann basteln möchte. Zumindest mache ich das und ich möchte euch dabei so ein bisschen mitnehmen. Heißt, ich werde jetzt natürlich nicht für jedes Achievement nennen, äh, detaillierten Guide machen, sondern wir gucken nur ein bisschen drüber, was es so gibt und ja können so ein bisschen quasi drüber quatschen, beziehungsweise ich werde in dem Fall ein bisschen drüber quatschen. Ich bin jetzt schon mal auf meinem Druid eingeloggt hier auf der Hornenseite, ähm, habe jetzt mit dem 30.900 achievement punkt ich glaube mit der Allianz habe ich 3.880. Ich habe jetzt äh, gerade zwei, drei Inseln gemacht und habe auch schon äh, ja zwei neue Achievements für diese eine Insel Yondal quasi bekommen, aber sonst noch nicht sonderlich viel gebastelt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt oben an und schauen mal durch, was wir hier offen haben. Ich brauche jetzt quasi, ja, über 70 Achievements wieder. Also so viele sind auch etwa reingekommen. Die meisten wohlgemerkt sind Rate Achievements, die ihr erst ab dem, ich meine, 23.01. machen könnt, oder was, auf, ähm. EU quasi der 24. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ne, das ist tatsächlich der 23. Ist der Mittwoch. Da können wir erst die Raid Achievements machen, weil dementsprechend da erst der Raid öffnet. So, wir gucken einmal rein. Bei Charakter haben wir noch gar nichts. Hier unten rechts äh, über meinem Recount seht ihr es. Da habe ich ähm, alle Erfolge. Dann das nächste ist Quests. Und da werden wir jetzt mal reingucken. Hier im Metadings gibt es nichts, aber Battle for Azeroth, da gibt es ein paar neue. Und zwar haben wir hier einige neue Erfolge, die wir in diesen Übergriffen machen müssen. Und ihr seht hier, da müssen wir was töten in den Übergriffen. Äh, hier haben wir auch übergriffs übergriffsworldquest. Das sind im Endeffekt drei ähm, ja, Achievements, die wir in Worldquests von den Übergriffen machen müssen. Wer jetzt nicht weiß, was das ist. Das funktioniert ähnlich wie die Legion-Invasionen. Die tauchen immer in einem Gebiet auf. Dort hat man ein paar zusätzliche Worldquests. Und ähm, ja, dort kann man dementsprechend dann. Auch die Achievements basten. Wichtig vielleicht hier als kleine Info: Ihr müsst die erstmal einmal mit dem ähm, ja, hochleveligen Char freischalten und dann ähm, könnt ihr dementsprechend auch mit Twinks darüber leveln und ja, vielleicht auch dann direkt, wenn ihr die Achievements jetzt da bei eurer Main nicht schafft, vielleicht auch mit Twinks beim Leveln machen. Das muss ich noch machen. Ähm, werden wir dann sehen, wie wir es genau anstellen. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein Video zu machen. Das nächste, was wir hier haben, ist äh, Woge der Rache und hier müssen wir die Kriegskampagne abschließen. Übrigens bei der Allianz ist das Ganze gla ist das ganz, äh, soweit gleich. Da gibt es dann dementsprechend Pandora's zu dem Ganzen. Hier haben wir jetzt vier Chapter quasi für die Kriegskampagne. Das erste kann man quasi heute schon spielen und die anderen sind anscheinend gegated, bis der Raid aufgeht. Ähm, sowohl bei Allianz als auch der Horde ähm, kann man die annehmen. Hier ist bei der Horde das erste. Und bei der Allianz, habe ich gesehen, ist es auch hier auf dem Schiffle. Das habe ich auch noch nicht gespielt, wird es aber sicher auch nochmal. Dann ein Video geben, dass ihr quasi so ein bisschen die Chance habt, falls ihr nur eine Fraktion seht oder eine Fraktion spielt, auf beiden so ein bisschen reinzugucken. Ähm, dann müssen wir alle sechs Hordenübergriffe abschließen. Das wird auf äh, Allianz wahrscheinlich das gleiche sein. Jetzt gucken wir einfach mal mit äh, rein. Scroll, 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 scroll. Genau, also da haben wir das gleiche. Hier sind es übrigens, äh, wie ihr seht, andere Worldquests. Ne? Also andere. Ähm Achievements, die man bei der Horde und Allianz hat für die ähm, Übergriffe, ja. Ich, ich werde es doch trotzdem Invasion sagen, weil Übergriff ist irgendwie, irgendwie blöd. Genau. Ähm, ja, da haben wir auch wieder hier die sechs Angriffe, die wir quasi einmal bewältigen müssen und dementsprechend hier einmal die Geschichte mit der Kampagne mit auch äh, vier Chaptern. Ähm, was haben wir hier? Hier müssen wir ähm, auch in den Übergriffen wieder Bürger rekrutieren. Was musst du da bei der Horde machen? Schauen wir mal Switchen wir mal wieder rüber. Aha. Ah, nein. Hier müssen wir quasi keine Bürger rekrutieren, sondern es geht mit der Volchin-Quest 3 weiter. Wer von euch ähm, schon meine letzten Videos dazu gesehen hat, da hat man ja bis jetzt ähm, ja, schon mal ein Achievement gehabt mit zwei Bereichen von dieser Volchin-Quest 3, die sehr cool gemacht ist, muss ich sagen. Also wer die noch nicht gemacht hat, schaut da auf jeden Fall rein. Und macht die. Und da geht's jetzt wieder ein bisschen weiter. Da hat quasi. Die Horde wieder so einen extra Punkt, wobei sie, glaube ich, nicht mehr Achievement-Punkte haben dadurch, oder? Müssten gleich viele sein, zumindest bei den Quests. Dann schauen wir rein. Bei Erkundung haben wir keine neuen Erfolge, da habe ich noch alle. Dann Spieler gegen Spieler, da ist ein bisschen was dazugekommen. Und zwar hier unten bei Welt ist was dazugekommen. Ich habe schon mal vorher ein bisschen vorgeguckt, dass ich euch jetzt nicht ganz einen Käse erziele, äh, erzähle. Und dort haben wir auch wieder ähm, zusätzlich Geschichten. Ähm, die wir in Zandala bzw. hier in ja, Kultiras basteln müssen. Hier haben wir einmal tötet 5 Spielercharakter der gegnerischen Fraktionen, während ein äh, unbetätigtes Azerit-Leuchtfeuer auf euch wirkt. Das ist das erste. Dann ähm, müssen wir die Kisten plündern in den ganzen verschiedenen Gebieten. Das kennt ihr ja schon, das sind diese Airdrops, die wir ja auch schon jetzt holen konnten, die aber relativ wenige gespielt haben. Dafür gibt es jetzt quasi auch Achievements. Dann ähm, müssen wir alle sechs ähm, von diesen ja, Hordenübergriffen abschließen, die wir ja oben schon hatten bei Quest, aber diesmal quasi im War-Mode. Würde ich euch eh raten, wenn ihr diese Dinger spielt am Anfang, haut einfach den Warmode ran, dann könnt ihr die Quest-Achievements und gleichzeitig hier die äh, PvP-Achievements machen. Denn ihr müsst dann auch noch hier 50 Allianz-Spieler, bei der Horde, bei der Allianz wird es dann ähm, Hordenspieler sein, dementsprechend bei diesen Übergriffen umboxen. Und was haben wir hier? Ähm, tötet in den Übergriffsweltquest, die kleine Kiste, in einen blutigen Deckmatrosen ohne, okay, den musst du bepackten Peon zu fehlen. Die habe ich tatsächlich auf dem PTR schon gemacht, die, also nicht dieses Achievement, aber zumindest die World Quest, das war, glaube ich, ähm, ja, Zulda gut, steht dran. Die war äh, da unten. es war eine ganz lustige Questreihe, das kann ich kurz erzählen. Die war irgendwo hier, glaube ich. Da konnte man so einen Peon sich holen und musste Mobs wegholzen und der Peon hat dann so äh, quasi seine, so ja, irgendwie so ein Zeug aufgesammelt und das Richtig hoch gestapelt. Das ist gut gemacht auf jeden Fall, sah lustig aus. Genau, um es vielleicht nochmal ein bisschen zusammenzufassen: also sowohl für Quest als auch für äh, PvP-Welt muss man eigentlich die Übergriffe spielen. Ne? Also da ist jetzt nicht so viel Neues an Achievements drin. Dann, äh, wenn wir in Dungeon und Schlachtzügen gehen, können wir hier runter scrollen. Wir haben natürlich ein neues Meta-Achievement: das ist ähm, das Meta-Achievement um die Schlacht von Dazar und und die öffnet ja, wie ich vorhin schon gezeigt habe, am 23. Dort haben wir auch extrem viele neue Erfolge. Wenn ihr guckt, ich habe ähm, 12, also 1032 von 1059. Eins fehlt mir noch, Gahun Mütig. den haben wir gestern leider nicht gekillt. Hoffentlich hauen wir ihn jetzt um. Ähm, dann sind es trotzdem 20, 26 neue Erfolge. Und das ist ein Haufen Holz. Wenn wir jetzt hier mal reingucken. Die ganzen alten habe ich, da ist der Gahun noch. Es sind natürlich wieder diese Flügel, die ihr einmal freibasteln müsst. Und dann haben wir natürlich wieder die ganzen Mythik-Erfolge. Es sind einige Bosse, ich meine, es müssten neun Stück sein. Und dann haben wir natürlich bei jedem Boss wieder einen einzel -Achiefen. Also hier ist dann wirklich die Masse. 26 Erfolge ist doch einiges. Und wir haben auch schon diese kleine Instanz drin, ähm, Kegel der Stürme ist das ne diese zwei Boss-Instanz und dort haben wir halt auch dementsprechend ähm, ja schon mal die Mythic Achievements und die Bosse bezwingen ich muss jetzt mal gucken nee das sind die einzelnen Achievements noch aus ähm, aus Zuldasar quasi Genau. Dann schauen wir weiter. Bei Berufen haben wir gar nichts Neues. Das bleibt komplett gleich. Bei Ruf haben wir auch nicht nichts Neues. Mir fehlen da halt noch zwei, weil ich meine verbündeten Völker hochbasteln muss. Ja, aber das sind alte Erfolge. Die hat wahrscheinlich der ein oder andere von euch schon. Ich bin ein bisschen lahm gewesen mit den verbündeten Völkern. Aber ihr wisst. Die ja, die ihr braucht, wurde extrem verringert. Also wenn ihr noch Twinks offen habt, jetzt könnt ihr die hochspielen, teilweise bis zu 40%, zumindest im Levelbereich, zwischen, ich meine, 60 und 80. Also da geht es schon extrem runter und im loweren bzw. höheren Bereich sind es dann auch noch ähm, zumindest gestaffelt nach oben bzw. unten relativ gute Prozent. Ich würde fast sagen, im Durchschnitt sind es wahrscheinlich ein bisschen über 20%, was hier overall äh, aufs Leveln, ähm, ja weniger an EP braucht. Weltereignisse haben wir auch überhaupt nichts Neues. Da wundert mich, ob es vom Winterhauchfest kommen ja einige neue Toys rein. Wenn wir hier mal gucken, so ein kleiner Schwank äh, am Rande. Warte, ich muss hier Promotion. Uh, achso, es, ah, es sind ja so allgemein auch ein Haufen neue Toys. Uh, es sind richtig viele. Uh, es sind richtig viele Toys. Davor haben wir noch Winter. Davor haben wir genau noch die drei Toys gefehlt. Holy moly, die haben ja richtig viele Toys in den Patch eingeführt. Drei Seiten. Krasse Scheiße. Okay, aber es kommen drei neue Winterhauch-Toys. Ähm, ne? Die waren davor schon zumindest in der Liste drin. Mich wundert es, dass sie jetzt hier keine neuen Achievements eingefügt haben. Aber hier gibt es quasi gar nichts zu tun. So, und jetzt kommen wir zu was Größerem: Haustierkampf. Und dort haben wir einige neue Erfolge. Erstmal haben wir einen Erfolg, dass wir das Pet Battle Dungeon Gnome Regan abschließen müssen. Dazu werde ich nochmal ein äh, Video auch basteln, sobald ich durch dieses ja, Pet Battle Dungeon einmal äh, durchgeflitzt bin. Und äh, ja, das wird wie gesagt in Gnome Regan sein. Soll es auch wieder ein paar neue Pets als Belohnung geben, aber alles zudem dann in einem besonderen Video. Wo wir noch sehr viele neue Erfolge haben, ist hier unter Pet Battle und dann Kampf. Und zwar, der eine oder andere wird sich gedacht haben, ja, wir dürfen wieder Meister besiegen und wir dürfen wieder Meister besiegen mit einer bestimmten Kombi. Heißt äh, zum Beispiel nur mit Undead. Wir müssen das mit 15 Meistern machen und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gut, also wir können uns quasi vier Meister aussuchen, die wir nicht bezwingen mit einer Kombi. Ehrlich gesagt. Ich glaube, dass das diesmal kein Problem wird. Die Meister in Kultiras und Sandalar sind sehr, sehr einfach. Ja, meine persönliche Einschätzung, ähm, ich meine, dass das nicht das Problem wird. Wer damals Argus überstanden hat mit den Battlemeistern, -Battle die echt ätzend waren, und zwar richtig ätzend, das war ja teilweise nur Lack, dass man es geschafft hat, der wird sicher auch das hier mit Leichtigkeit ähm, schaffen. Ich bin am Überlegen, ob ich wieder Pet-Battle-Videos mache. Ich meine, diesmal sind sie so einfach, da brauchst du kein Video für. Ähm. Ich werde, muss ich mal gucken, aber ich denke, äh, außer ihr wollt es unbedingt, aber ich denke mal, die Pet-Battle-Dinger sind eh immer nicht so beliebt gewesen und da sie jetzt so einfach sind, denke ich mal, braucht es nicht wirklich. Und es gibt natürlich dann auch wieder ein Meta-Achievement, wenn man alle gepackt hat. Mir wurde gesagt, dass die Meister immer da sind, auch wenn die World Quest nicht ab ist. Also sprich, man könnte sich jetzt am ersten Tag hinhocken und alle Achievements hier machen. Ich werde das mal später überprüfen. Das habe ich noch nicht gemacht. Und ja, gucken wir mal. Bei Stufe haben wir nichts Neues. So, dann kommen wir zur Sammlung. Hier haben wir zwei neue Erfolge. Und wer hätte es gedacht, was sind die neuen Erfolge beim Transmoggen? Und zwar einmal, dass man das neue T-Set oder T-Set ist es ja nicht mehr, aber dass man das neue ähm, raid instanz ähm, set quasi bekommt. Das haben wir einmal. Und natürlich einmal PvP-Set. Das müsste man schon spielen können, weil in Darkshore-Droppen die die Rares anscheinend schon die neuen Sachen also das müsste schon gehen und auch in der Warfront müsste man schon Items bekommen ob, ob man alle kriegen kann will ich mich jetzt nicht festnageln lassen aber das müsste auf jeden Fall schon gehen ähm, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zum letzten und zwar Erweiterungsfeatures und wenn wir hier reingucken ähm, dann haben wir bei zwei Punkten ein bisschen was Neues und zwar einmal Inselexpeditionen wenn wir hier runter scrollen Gut, das sind alte, ne? Das sind meinen mein Kack, den ich immer noch nicht fertig habe. Aber wir haben hier auch quasi äh, neue Erfolge in Form von zwei neuen äh, Inseln. Und zwar Jurudendal und Fördewald. Fördewald heißt das wirklich so? Nein. Also die Namen sind irgendwie komisch, egal. Äh, auf einem von beiden war ich schon, und zwar Jurendal. Da habe ich quasi das, ja, es gibt halt immer ein Achievement für Normal abschließen, HC abschließen, Mythic abschließen und dann nochmal PvP abschließen. Die sind halt untereinander versteckt, ne? Also hier steht jetzt schon Mythic dran, hier habe ich, weil ich auf der noch nicht war, habe ich Normal. Also sprich, gibt es für, für jedes insgesamt vier Erfolge, ne? für jede Schwierigkeitsstufe zwei Dinger, acht Achievements alleine hier schon mal oben mit drauf. Und ja, wie ihr seht, Moment, ihr müsstet das eigentlich sehen. Halt, stopp, hier, ich habe da, also das ist schon mal die Woche, könnt ihr gleich schon mal alle vier Achievements mitnehmen und dementsprechend schon mal ein bisschen was wegbasteln. Neue Collectibles gibt es auf den Inseln auch, jedoch gibt es da kein neues Achievement für, also es gibt neue Mounts, ich glaube, Toys gibt es auch neue, Pets gibt es neue, also es gibt viel neues Zeug, aber es gibt da keine neuen Erfolge für quasi. Und das Letzte, was wir hier haben noch, ist die, sind die Kriegsanstrengungen. Und wenn wir da jetzt mal runter... Schauen müssen wir natürlich einmal hier die Schlacht abschließen, dann wie in dem anderen Ding schon die Sachen erobern. Da muss wieder mit Shadowmelt und schnell klicken gearbeitet werden. Dann müssen wir jede Truppe herstellen, kennen wir auch schon aus der anderen Warfront. Ist war, ist das ist jetzt gar kein Stress. Und die Kacke, was wir auch aus der anderen Warfront hatten, wir müssen jeden Kriegshauptding einmal umboxen. Und wenn das genauso ist wie in dem anderen Gedönse hier, wie im Arati-Hochland, dann können wir jetzt erstmal drei Monate warten, bis jeder Typ mal da war und es dauert ewig. Das, das ist nervig. Keine Ahnung, sie, sie hätten es ein bisschen cooler machen, oder vielleicht haben sie es sogar gemacht. Ne? Ich war noch nicht drin, das Video ist jetzt quasi, bevor ich irgendwas Großartiges mache, ähm, nur mal die Übersicht. Ähm, es wäre cooler, wenn quasi die, diese. Ja, Kriegshäuptlinge oder die quasi die, die Bosse in der Warfront am Ende immer random sind und nicht die Woche ist die Benji-Tusse da und die ist durchgehend da. Wahrscheinlich wird es wieder so sein, ne? Wenn's nicht so ist, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich werde später auch in die Warfront reinschauen und dann werden wir mal sehen, ob wir da vielleicht schon mal eine Rotation haben. Ich glaube aber nicht, dass Blizzard äh, so an die Achievements Farmer denkt. Gut. Dann sind wir eigentlich mit allem durch. So viel ist es eigentlich vom, von der Achievement-Warte gar nicht, was wir zu tun haben. Wo viel kommt, sind Mounts, Pets und auch Toys, wie ihr gesehen habt. Also Toys sind richtig, richtig viele. Ähm, da gibt es einiges zu tun. Wer da auch Interesse hat, ähm, da werde ich natürlich die nächsten Tage auch ein paar Videos zu basteln. Und ja, das war es mit der kleinen Übersicht hier. Ähm, wenn ihr Fragen, Anregungen, irgendwas habt, haut es gerne in die Kommentare. Können wir gerne ein bisschen diskutieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.